merkt mir die Leute, die ja meinen, irgendwie rumstänkern zu müssen. Das sind wieder welche. Ja, Spinnen. Ich hasse Spinnen. Geh weg. Ah, fürchterlich. So aufdringlich, diese Viecher. Alles, was mehr als vier Beine hat, ist erstmal. So, die Beißbären nehme ich auch mit. Ja, und ich weiß, ihr alle, die ihr hier das guckt, gucken solltet oder wie auch immer, falls ihr guckt, ihr seid natürlich alle schon viel weiter und habt das Spiel schon 10-mal durch und ich bin hier der Lahmarsch. Aber es ist ganz einfach so. Ja, ich spiele in meiner Geschwindigkeit. Und wir gehen hier. Das ist halt mein Ding. So, Moment. Ereignisse in der Nähe sind mir erstmal Schnurz. Hoffe, ich bin hier halbwegs richtig. Das sieht ein bisschen schlecht aus. Naja, ist ja noch eine Strecke. Vielleicht kommen wir ja da noch mal ums Eck. Oh. Ah, das sieht gut aus. Würde ich mich dann hier so lang begeben wollen? Sachen mit, die wir so einsacken können. Ja, allerlei am Weg, ich fand. Mal her damit. Und damit sollte ich jetzt da in dem richtigen Gebiet sein. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Ja, sieht gut aus. Sieht man sich hier mittlerweile auch auf der kleinen Karte. Brauche mehr Energie. Was ist das? Mein Gespenst meint hier rum, gespenstern zu müssen. Was ist das? Rohrschädel kann in Gegenstände mit Sockeln eingefügt werden. Oh, Waffe plus 2 Leben beim Töten eines Gegners. Rüstung plus 3% erhaltene Heilung und Schmuck 75%. Okay, Lügelstufe 15. Irgendwas quakt da die ganze Zeit rum. Auch hier sein. Erstmal Gespenst loswerden. Hallo Gespenst. So. Mann. War das hier? Achso, da ist irgendwas hier weiter. Ja, irgendwie weiß ich nicht. Keine Ahnung. Hat nichts mit unserer eigentlichen Aufgabe hier zu tun. Gesockelt. Habe ich nicht irgendwelche Sachen. Oh. Irgendwelche Sachen, die ich sockeln kann? Da war doch was. Meine ich gesehen zu haben. Oder? Vielleicht vertue ich mich auch. Ja, egal. Wir haben das Tal erstmal. War nicht schlecht. Um die Geschichte mit den Sockeln kümmere ich mich dann später. Alles zu seiner Zeit. Alles zu seiner Zeit. So. Ich habe keine Energie mehr. Ja, das ist nicht schlimm. Das kriegen wir alles hin. Irgendwer meint da irgendwie mit irgendwelchen Bolzen auf mich schießen zu müssen.
Da ist immer noch so ein Bolzenschütze. So, jetzt aber. Mai. Muss erstmal so ein paar Aggressionen hier loswerden. Okay, da ist noch jemand. Ja, ich komme ja schon. Ich kümmere mich ja. So bin ich bin ja nicht so, dass ich mich ja nicht kümmern würde. Oh, da kommt auch alles weg hier. Punkte. Da ist noch irgendwer. So. Die sind dann auch Geschichte. Problem ist, es wachsen ständig Leute nach. Irgendwas war da mit einer verborgenen Tür oder so. Huch. Ich müsste. So. Einen Augenblick. Ich bin doch hier richtig, ne? Die versiegelte Tür. Genau. Wo mag sie sein? Müsste ja hier irgendwo. Sehe ich wieder mal irgendwas nicht? Oder war da schon irgendein Ereignis und ich hab's übersehen? Dann müsste die, dann würde ja hier, ne, die Quest als entsprechend abgeschlossen dargestellt. Oh. Okay. Das ist es. Hier loswerden. Quest abgeschlossen. Sehr gut. Was? Wie? Todespriester sagt, nein, wir lassen uns nicht einsperren. Ja. Wie auch immer. Für den Todespriester, was ist das jetzt? Schrecklich schon von mir selber. Cool. Endlich mal wieder eine Nebenquest, die ich abschließen konnte. Das ist doch auch schön. Ja. Wollt ihr von mir? Lasst mich in Ruhe. So. Okay, sehr schön. Will man gerade mal so ein bisschen sich umgucken? Was hier eine wilde Sache. Hilfe! Ja. Ich verpiss mich mal eben. Ob ich den Bettler da wieder finde. Ob es den wieder zu finden gibt. Da war ein ganz kurzer Ruckler jetzt in der Aufnahme. Ich hoffe, das geht einigermaßen hier noch mit der Aufnahme. Hätte der auch so ein paar technische Probleme hier den einen oder anderen Tag, ne? Also bei der einen oder anderen Aufnahme. Nö, der wird hier nicht mehr angezeigt. Das heißt, den werde ich sehr wahrscheinlich nicht mehr finden. Und wenn, wird er nicht mehr viel zu sagen haben. Da gehe ich mal von aus. War der nicht hier irgendwo in der Ecke? Der ist weg. Da ist keiner mehr.
Ach, haben wir ja schon gesprochen. Da geht's, glaube ich, zur Kathedrale oder so. Sonst ist hier weiter nichts. Ja, Moment. Ledertruhe. Enthält eine Auswahl an Leder. Ah, wird universell für nahezu alles gebraucht, was strapazierfähig und beständig sein muss. Sowohl in der Rüstungs- als auch in der Werkzeugherstellung. Qualitativ hochwertiges Leder besitzt alle essentielle Ressourcen, einen hohen Stellenwert in Sanctario. Benötigstoß, Account gebunden, kann nicht mehr. Das heißt, ich könnte verwenden, verlinken. Diese Truhe wahrscheinlich dafür verwenden, wenn ich hier Sachen aufwerten möchte oder so. Verstehe ich das, wenn ich nicht ganz falsch bin mit meinen Überlegungen. Ich sag die erstmal nochmal ein. Und kümmere mich da bei Gelegenheit drum. Vielleicht mache ich das sogar offscreen, solange wir hier noch hier in der Gegend mich aufhalte. Also das kann da rein. Das Ding könnte ich schon als Ramsch markieren. Wo ich gerade hier bin. Magische Sachen sind jetzt nicht so dolle und das, was ich habe, ist besser. Ja, eindeutig besser. So. Moment. Ja, dann weg. Was habe ich da? Dann weg. Auch weg. Soll ich dann mich mit dem Zeug mich hier noch belasten? 90 Gegenstand. Das war so. Okay. Dann. Spezialisierung, Fähigkeiten, Profil. Ja, egal, dann machen wir das. Wieder von Hand. Den natürlich nicht. Moment. Erstmal ein. Irgendwann werde ich ja wahrscheinlich irgendwelche Sachen haben, die ich sockeln kann. Dann können wir auf dieses Teil zurückgreifen. Als ich nicht jetzt schon Sachen sockeln kann und ich das noch nicht gesehen habe. So. Lieber Schmied. Langsam lerne ich hier die Wege. Braucht ihr Schmiedekunst? Ich glaube, reparieren müsste ich nichts. Aber hier, das kann alles weg. So,
jetzt haben wir nämlich auch überragendes Leder. Silberherz hatten wir schon. Sucht Mode auf, um sie. Was? Lese hier da oben kommen da irgendwelche Mitteilungen und ja, gehen dann natürlich flöten. Sehr, sehr toll. Okay, wir haben auf jeden Fall ein bisschen was hier wieder zum Verwerten. Für den Fall, dass man Sachen aufwerten möchte. Habe ich irgendwas dabei, wo ich sagen würde, jo, das macht Sinn. Das Teil eventuell. Dann wäre ich auf 181. Gold müsste ich genügend haben, das sieht ganz gut aus. So, im Augenblick 317 wären dann 326, immerhin ein bisschen besser. 20%ige Widerstandskraft gegen Gift, im Augenblick 18,5. 6,6 weniger Schaden, 8 Dornen. Nochmal einfach. So. Und den. Nee. Ich guck mal nach dem Bogen. Der hat jetzt 152 Schaden und würde gehen auf 156. Immerhin. Das ist 4. Oh, dann haben wir den auch aufgewertet. Kommt wieder, wenn ihr etwas braucht. Ja, das mache ich. Das mache ich gerne. So, das war jetzt mal eine etwas andere Runde. Ein paar Sachen ausprobiert. Hier und da. Wir haben immerhin einen. Ich bräuchte einen Heiler. Ist hier zufälligerweise in der Nähe? Müsste einer sein, oder? Wir haben die Nebenquest gemacht. Immerhin. Und haben uns hier mit dieser Geschichte von wegen. Mal schnell, ne? Aufwertung und wo. Damit beschäftigt. Trank kaufen brauche ich, glaube ich, nicht, aber ich würde gerne. Elixiere. Schwaches Elixier des Blitzwiderstands. Okay. Interessant. Handwerksmaterial. Muss ich gucken. So, Trank aufwerten. Ja, da. Kann nämlich nicht heilen. Da, so weit bin ich noch nicht. Das kann ich noch nicht. Ach, da ist der Heiler. Entschuldigung. Falsche Abteilung. Ich habe ein neues Geschwür auf meiner Hand entdeckt. Das macht bisher 17. Das ist sehr schön für dich. Wo ist denn das? Man sieht, die kommen, die Leute. So, wir sind wieder auf Maximum. Und dann habe ich ja noch diese andere Nebenquest mir markiert. Was ist denn jetzt? Ah, da. Genau, ein eisiges Schicksal. Ich mal verfolgen. Und dann würde ich sagen, machen wir uns auf den Weg. Da machen wir uns auf den Weg. Bin ich in den Ausgang fit? Ja. Das sieht ganz gut aus. Mit Ausgang und so. Er zückt die Waffen. Ich zucke dieses. Ich müsste hier so. Oh, hier so lang.
Das nehme ich mit. Die nehme ich auch mit. Oh. Ein bisschen was gekostet. Oh mein. Was? Hier entstehen ständig neue Gegner. Irgendwie was Besonderes? Ich glaube nicht, dass ich da sein sollte. Immer weiter. Der ist aber gut. Meine Herren. Sind aber auch hartnäckig. Aufdringlich, sozusagen. Ich verlege noch 5 Sekunden. Nach dem rechten Sehen hier, damit ich mich orientieren kann. War. Okay, soweit alles klar. Ihr seid sehr nervig. Oha. Ja, lecco mio. Was ist denn hier los? Mei. Kannst auch übertreiben. So, Level up. Den nehme ich doch gerne mit. Wo war es? Ich hatte einen, glaube ich, auf Maximum gelevelt. Kann das sein? Nee, noch nicht ganz. Ah, hier. Dann nehme ich den Klingensturm jetzt erstmal hier auf Maximum. Und ich den ja auch sehr, sehr gerne einsetze. Und ich würde sagen, ich nutze die Gelegenheit und verabschiede mich für diese Runde. Wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahmesession wieder. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles, alles Gute und genießt die Zeit.